Ja, liebe Freunde, was ist radikale Politik? Ich werde immer wieder mit diesem Wort herumgeschmissen. Es wird zum Teil inflationär verwendet. Politik ist ja im Grunde das ständige Ringen um die richtigen Lösungen, um die richtigen Ansätze, um die Herausforderung der Menschheit im Ganzen und des Menschen im Allgemeinen und im Individuellen zu verbessern. Und dann gibt es immer wieder so Zuschreibungen, wir könnten das und das und das nicht sagen oder nicht tun, weil das ja zu radikal wäre. Es seien zu radikale Veränderungen vom Status quo. Und das kann man ja alles nicht tun, wenn es um Themen wie Gleichberechtigung geht, um Emanzipation der Geschlechter, wenn es darum geht, Wohlstand gerecht zu verteilen, unser Klima zu schützen, unsere Natur zu schützen, würdevoll mit den Tieren und mit den Mitmenschen umzugehen. Das sind ja alles Herausforderungen und wir ringen als Menschheit schon seit Jahrtausenden damit. Und wir haben es komischerweise immer noch nicht geschafft. Aber mich interessiert vor allem diese Bezeichnung der radikalen Politik. Und was wird heute vorwiegend als radikale Politik bezeichnet? Also zum Beispiel, wenn sich wer hinstellt, vermeintlich linke Politiker oder Aktivisten und Aktivistinnen, und sagen, naja, man muss den Wohlstand endlich gerecht verteilen, entsprechend von Überlegungen, den Wohlstand erarbeiten wir gemeinsam. Aber den überwiegenden Teil des Wohlstandes sackeln sich dann einige wenige ein. Und dann sagen die Linken, und ich gehöre da dazu, ist das gerecht? Sollten wir nicht am ehesten eine Wirtschaftsweise realisieren, wo der Wohlstand gleichmäßig und gerecht verteilt wird? Und dann wird uns ausgerichtet, quasi die Politik und die damit einhergehenden Konsequenzen seien zu radikal. Man kann das ja nicht ändern. Ich bin nur ganz anderer Meinung. Der Status quo ist radikal. Und das, was Linke fordern, ist notwendig. Wie radikal ist es, dass einige wenige, ungefähr 1% der Bevölkerung, mehr als 50% des Wohlstandes haben? Das ist ja doch nicht normal. Das ist ja nicht etwas, wo wir einfach zur Tagesordnung übergehen können. Das ist radikale Politik. Oder wie radikal ist es, dass man in unserem Bildungswesen 9-Jährige dazu zwingt, dass sie im Grunde eine Entscheidung treffen, die für ihr ganzes Leben wirkt? Das ist radikale Politik. Das ist nicht nur radikale Politik, sondern beinharte Klientelpolitik, weil man natürlich damit bezwecken möchte, dass im Grunde die Kinder der Maturanten und Maturantinnen weiterhin Kinder werden, die Matura schaffen, und alle anderen sollen schauen, wie sie in der Hauptschule, im TGM oder wo auch immer zurechtkommen. Das ist einfach nicht nur ungerecht, das ist auch schwerst radikal. Es ist genauso radikal, zum Beispiel ein ganz aktuelles Thema. Wir sind eine Gesellschaft, die quasi ohne Fleisch und ohne Fleischkonsum nicht auszukommen scheint. Auch das ist schon in einer gewissen Hinsicht radikal. Ich bin aber selbst kein Vegetarier und kann deswegen nicht allzu sehr kritisieren, quasi das Fleischessen an sich, aber sehr wohl die Fleischproduktion. Und wir haben jetzt ganz konkret die Diskussion von Martin Balluch und vom Verein gegen Tierfabriken angestoßen, Vollspaltböden in der Schweineindustrie. Also dass Schweine überhaupt industriell gezüchtet werden oder dass Tiere industriell gezüchtet werden, ist ja schon eigentlich eine Radikalität an sich. Aber dass diese industrialisierte Züchtung und industrialisierte Fleischproduktion so gar nicht auf die Bedürfnisse der Tiere eingeht, ganz im Gegenteil, hinnimmt, dass sie Qualen erleiden in ihrem kurzen Leben. Und dann dieses Fleisch sogar noch auf den Markt geschmissen wird, das ist ja radikal. Das ist schwerst radikal. Es ist nicht radikal zu sagen, wir wollen, dass die Tiere, die wir dann irgendwann, deren Fleisch wir irgendwann mal zu uns nehmen, dass die leiden.
und dass die krank sind und dass sie hormonell zugespritzt werden müssen. Das wollen wir alles nicht. Aber dass wir das nicht wollen, ist nicht radikal, sondern das ist vollkommen normal. Das Radikale ist der Status quo. Ich könnte noch weitergehen. Zum Beispiel die Frage, ja, schauen wir uns die Frage an, quasi der Sozialtransfers. ÖVP und FPÖ haben ja beschlossen, dass Kinder und vor allem Kinder in ärmeren Familien und Kinder reichen Familien jetzt wesentlich weniger bekommen vom Staat an Sozialtransfers als noch vor einigen Jahren. Ist das nicht unglaublich radikal? Das ist eine ideologisch geprägte und beinhart durchgeführte Politik gegen die Klientel, die man nicht vertritt, nämlich die Armen, die sozial Benachteiligten, die Bildungsfernen und jener, die man vorgibt zu vertreten, also die Unternehmer und die Besserverdiener und jene, die sich eben richten können, weil sie geerbt haben und weil ihre Eltern ihr ganzes Leben dafür gearbeitet haben, dass es ihren Kindern auch gut geht und so weiter und so fort. Dass man denen im Grunde mit radikaler Klientelpolitik im Gegensatz zu den anderen massiv, aber massiv unter die Arme greift. Das ist doch alles radikal. Das ist doch alles nicht normal. Und wir Linken, die all das verändern wollen, die diesen radikalen Status zur Normalität verändern wollen, wir werden vollkommen hirnrissig als die Radikalen dargestellt. In diesem Sinne, überlegen wir uns bitte das nächste Mal, wenn wir irgendeinen Vorschlag als radikal abstempeln, ob der Vorschlag radikal ist oder eher der Status quo, den dieser Vorschlag verändern möchte. Wir müssen verstehen, dass die vermeintlich radikalen Lösungen die notwendigen sind, um den radikalen Status quo zu verändern. In diesem Sinne, Bussi, Freundschaft und Glück auf!